Kommunikation top. Wirklich. Wünschen so wird es, so wird es, wenn das so überall wäre. Schon in Mannheim. Hier steht irgendwo unser Cut 336. Ach, 15 haben wir es. Hier haben wir den Bagger geladen. Hier draußen auf der Straße. Das Falt wird wieder mal gemacht neu. Hier aus dem Loch haben wir ihn rausgeholt. Hier, weil der muss an einer anderen Baustelle, da fahren wir jetzt gleich vorbei. Ich mache noch schnell die Kamera dran hin. Der muss da Bodenschürfungen machen. Gleich dreht sich's. Ja, er muss da Probelöcher machen. Der Bodengutachter ist erst heute Morgen um 8 Uhr gekommen.
deshalb und nur deshalb. Er hat mich gesehen vorbeifahren und hat gedacht, er fährt mir mal nach und guckt, was Sache ist. Gott sei Dank hat er das gemacht. Gott sei Dank hat er das gemacht. Wir warten in Sembach auf unserem Lagerplatz. Hier in einem ehemaligen Flugzeughangar. Und hier ist es geil kalt. Draußen sind gefühlte 70 Grad. Und hier drin lade ich jetzt auch ab. Die Mühle. So, bin hier gerade in meine Halle gefahren. Hier steht ein Paket, oder besser gesagt zwei. Da steht Goldhofer drauf. Sollten das meine Rampen sein? Hat mal wieder niemand was gesagt davon, ne? Schweinepriester. Das ist... Also das sind auf jeden Fall zwei Bretter. Oder sind das mehrere? Eins, zwei... Das fühlt sich fest an. Ich glaube, das ist immer mal ich. Boah, das sind Rampen. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, leck mir am Arsch. So, einen schönen guten Morgen. Es ist Freitag. Ich bin hier gerade wieder in Budenheim. Ich habe den Teleskoplader abgeladen. Jetzt fahre ich runter nach Oppenheim. Da müsste der Bagger fertig sein. Mal gucken, wie ich da fahre jetzt. Wenn ich den Bagger hier runterbringe und dann leer bin und dann fahren wir wieder zurück. Unser Brecher, der geht dann zurück nach Sembach auf unseren Lagerplatz. Soll ich wieder links abbiegen?
bin dann doch nicht stehen geblieben. Ich bin dann weitergefahren. Da vorne kommt gleich unser Bauleiter. Der hat gewunken. Und ich habe Augen zu quasi und durch. Hab gehofft, dass es geht. Es ging dann besser als erwartet. Viel besser als erwartet. Vom Abladen gibt es leider keine Bilder. Zu viele Leute und es musste alles sehr, sehr schnell gehen. Da wir mitten auf dieser Straße geladen haben und es halt auch recht viel Verkehr, der durch diese Straße wollte. Stand halt hinten dran. Und dann war das alles ein bisschen aufwendig und dann habe ich es halt gelassen. So, einmal links, das geht auch. Ich werde lieber den Bordstein fahren müssen links. Samstagmorgen haben wir es. Wie gesagt, ich gehe heute an meine Rampen. Da muss ich jetzt erstmal gucken, weil dieses Brett hier, die Halterungen dran geschweißt sind, ist halt ein langes Brett. Ja, das kriege ich da reingebaut, das ist gar kein Thema. Ich muss halt dann nur gucken, wie das funktioniert, dass ich dann auch noch ausziehen kann, ohne dass ich die ganze Chose jedes Mal abbauen muss. Thank you.
So, da ist er wieder. Also, ich werde das in die aktuelle Folge einbauen. Das Anbauen werde ich einbauen. Oh Mann. Und diese Folge endet auch hier. Ich hoffe, wie immer, es hat euch etwas Spaß gemacht. Hä? Wo bin ich denn in der Mitte? Hier. Und ach, ciao, macht's gut. Schönes Wochenende.